Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja, liebe Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio zu einer neuen Talk-Woche. Schön, dass ihr da seid, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, wir haben heute Abend, montags ja immer, eine freie Themennacht. Und das heißt, ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt, mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Der erste Anrufer diese Woche und heute Nacht ist Sascha. Und Sascha ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Hallo Sascha. Erstmal ein ganz großes Lob an deine Sendung. Dankeschön. Fast jede Nacht auf. Hey, hey. Dann wird's ja auch immer spät bei dir. Ja, was heißt spät? Früh. Früh, genau. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, also wir haben letztes Jahr schon mal miteinander telefoniert. Mhm. Da hatte ich eine Freundin, die war doppelt so alt wie ich. Mhm. Sprich, sie war 53. Mhm. Und ja, von der habe ich mich jetzt vor 3 Monaten rum getrennt. Besser gesagt, sie von mir. Ja. Und ich habe jetzt seit einem Monat eine Jüngere. Die ist 52? Nein. Nein, meine neue, die ist 21. 21? Ja. Ja, passt doch auch gut. Das passt auf alle Fälle insofern so viel besser, weil ich denke mal, die Junge, die kann mir besser in meinen Kopf reingucken. Mhm. Was ist der Grund deines Anrufes? Ja, eben weil ich jetzt die Jüngere habe und ich denke mal, also wir sind jetzt seit einem Monat zusammen. Mhm. Es klappt, es hat von vornherein gefunkt. Wir haben uns über eine Kontaktanzeige kennengelernt. Also du willst mit mir darüber reden, dass es mit der Jüngeren besser funktioniert als mit der Älteren? Oder ganz was genau. Ist? Ah ja. Ganz genau. Ja. Wie lange warst du mit der Alten zusammen? Mit der Alten, ist gut, mit der Älteren. Als nee, Alte kannst du ruhig sagen. Nein, das kann man nicht sagen. Nein, mit der älteren Freundin, so muss genau. Man sagen. Ja, mit der war ich 2,5 Jahre zusammen. 2,5 Jahre. Mhm. Und die hat dich verlassen? Sie hat mich verlassen, ja. Ganz warum hat sie dich verlassen? Ihre Familie hat ziemlich viel mit in die Beziehung reingearbeitet. Mhm. Das, denke ich mal, ist der größte Fehler überhaupt. Mhm. Das heißt, also denen passte das nicht, dass sie so einen jungen Spund hat? Ganz genau. Ja. Und wie war dann ihre Begründung, als sie sagte, nee, also ich will es doch nicht oder nach 2 Jahren, ich trenne mich von dir? Ja, also sie hat gesagt, dass ich muss dazu sagen, ich habe am Anfang von der Beziehung gelogen, mhm. Bin aber dann allerdings auch immer ehrlich zu ihr gewesen und das hat sie mir natürlich dann nicht mehr geglaubt so richtig. Mhm. Hab das Vertrauen zwar wieder so weit aufgebaut. Mhm. Ja, und am Schluss von der Beziehung, als sie dann eben den Schlussstrich gezogen hat, hat sie zu mir nur gesagt, ja, das ist, weil du mich mal angelogen hast. Und mhm. Daraufhin habe ich aber gesagt, deine Familie hat doch mit Sicherheit auch was damit zu tun. Ja. Ja, und da hat sie gesagt, ja, das auch und hin ja. Und her. Hat mir auch eine Freundschaft angeboten. Mhm. Und die habe ich auch dankend entgegengenommen. Mhm. Ja. Nun muss ja Sascha irgendwas gebrannt haben. Man ruft ja nicht einfach hier an, um einfach mal irgendwas zu erzählen. Was ist das, da muss ich mit dem Domian drüber reden. Ja, eben die Jüngere, die ist es einfach. Mhm. Die ist es. Ist sie es deshalb, weil sie jünger ist, oder ist sie es, weil sie es ist? Weil sie es ist. Aha, na gut, das ist nichts Besonderes. Weil, also ich, bei der Älteren habe ich nie das Gefühl gehabt, das ja. Ist sie. Oder mit ja. Der Frau will ich zusammen sein mit... Gut, aber das lag dann aber mit Sicherheit nicht unbedingt an dem Alter, sondern weil der Mensch nicht zu dir passte, oder? Es lag im Grunde mehr am Alter, doch. Ja, gut. Da kann man einfach sagen, du hast Glück gehabt, dass du jetzt eine Jüngere hast, die besser zu dir passt. Allerdings. Wobei es hätte vielleicht auch sein können, dass es wieder eine etwas ältere Frau ist, wo es dann aber wirklich ineinander passt. Weiß man nicht, aber es müsste sich darüber zu reden. Richtig. Ne? Was waren denn so die Hauptpunkte, wo du sagst, da passte das mit dem Alter nicht so ineinander und zueinander? Sie hat andere Vorstellungen gehabt vom Leben. Welche? Wie anders waren die? Die ältere. Ja. Also bei der musste immer alles korrekt sein. Mhm. Wenn ich mal aus Versehen irgendwas kaputt gemacht habe, ein Glas oder so, was umgefallen ist, mhm. Dann war direkt Bethlehem am Brennen. Mhm.
Und jetzt bei der neuen, ja, die sagt ganz einfach, kann passieren. Ja, gut, aber auch das ist nicht eine Frage des Alters. Es gibt so viele junge Leute, die genauso drauf sind und die würden auch sagen, es ist eine Katastrophe, wenn du ein Glas kaputt machst. Also ich glaube nicht, dass das eine Frage des Alters ist, sondern eine Frage der Einstellung, des Types. Ja, richtig. Das ja, auch, auf alle Fälle. Auch. Gut, ich beglückwünsche dich, dir, dass du eine tolle Freundin hast. Jo. Beglückwünsche dich. Wünsche dir alles Gute und grüße deine Freundin herzlich. Darf ich noch ein Autogramm von dir? Ja, du legst bitte auf, wir rufen dich nochmal an wegen der Adresse, okay? Alles klar. Okay, tschüss. Jo, tschüss. Nina, 24 Jahre alt, guten Morgen. Hallo. Hallo Nina. Ja. Um was geht's bei dir? Ich wollte heute mit dir über mein Swire-Syndrom sprechen. was für ein Syndrom? Ein Swire-Syndrom. Swire? Ja, genau, wird auch ausgesprochen Swire. Es geht darum, ich bin 24, bin eigentlich körperlich und äußerlich ein Mädchen, aber genetisch bin ich ein Mann. Das heißt, ich habe XY-Chromosom. Mhm. Ja, Schock. Nein, so habe ich das noch nie gehört. Genau, und deshalb rufe ich eigentlich auch an, weil... Halt, du bist, also um es gleich klarzustellen, ja. Du bist kein transsexueller Mensch. Um Gottes Willen, nein. Was heißt also um Gottes Willen? Ich bin eigentlich aufgewachsen als normales Mädchen. Du siehst auch wie ein normales Mädchen aus. Ganz alles dran und so. Eigentlich alles dran. Ja. Das erste ist, wo man stutzig geworden ist, dass ich irgendwie nie richtig in die Pubertät gekommen bin. Mhm. Das heißt irgendwie, ich habe keine Menstruation gehabt. Mhm. Noch mit 18, 19 keine richtige Brustentwicklung. Und da wurde ich und auch die Ärzte halt stutzig. Ich habe auch noch andere Krankheiten, aber darum geht es ja heute nicht. Mhm. Und dann wurde ich zur gynäkologischen Abklärung zum Gynäkologen geschickt, einfach in die Endoklinik, in Uniklinik. Mhm. Und dann haben die auch bei mir einen Genetiktest gemacht. Ja. Und was eigentlich auch nicht so, also die haben schon drauf getippt, weil die kennen sich ja auch aus. Und dann habe ich halt 98 erfahren, dass ich halt dieses Swire-Syndrom habe. Was aber genau bedeutet das jetzt so für dein Leben? Also für mein Leben bedeutet es, also es war halt schon ein Schock. Also es war halt für mich wie im Film. Also ich kam mir halt vor wie ein, ja, bin ich jetzt ein Freak? Also eigentlich bin ich ja eine Frau, ein Mädchen. Und ja. Das kann ja gar nicht sein, irgendwie, dass ich jetzt vom Chromosomsatz her ein Mann bin. Ja, lass mich mal einhaken. Was bedeutet das eigentlich, wenn man vom Chromosomsatz ein Mann ist, aber eigentlich an den Körper einer Frau hat? Was heißt das? Du, das heißt einfach, dass du keine Kinder, also dass ich keine Kinder bekommen kann. Erstens. Das heißt, zweitens, dass ich halt auch von den Genen her, zum Beispiel Östrogen haben ja die Frauen. Mhm. Und ich habe ganz viel Testosteron, so wie du. Mhm. Aber du hast keinen Bartwuchs? Ich habe keinen Bartwuchs, nein. Du hast ganz normale Busen? Nein, das habe ich auch nicht. Hast du auch nicht? Das habe ich auch nicht. Gar keine Busen? Ich habe keine Brustentwicklung, nein. Ach so. Das heißt halt, wie gesagt, ich bin nie richtig in die Pubertät gekommen. Mhm. Und ich habe halt keine Brustentwicklung. Äußerlich und innerlich bin ich noch Gott sei Dank eine Frau. Das heißt, ich habe halt Schamlippen, ich habe eine Scheide, mhm. ich habe einen kleinen Uterus, auf den ich ganz stolz bin. Mhm. Was halt viele Frauen mit diesem Swire-Syndrom teilweise nicht haben. Denkst, hast du denn auch das Gefühl für dich, eine Frau zu sein? Also es hat mich jetzt, sag ich mal, jetzt im Nachhinein, jetzt nach diesen 4 Jahren, wo ich damit lebe, mhm. eigentlich nicht sehr beeinträchtigt. Aber das heißt, im Großen und Ganzen ja doch schon. Also ich habe halt nie eine richtige Beziehung geführt. Mhm. Ich habe halt noch nie mit einem Mann geschlafen. Mhm. Wie kommt das? Kommt das? Ja, dieses ganze Körperliche einfach. Weil du unsicher bist? Ja, genau. Wie habe ich mir das vorzustellen? Ja. Hast du eine Brust, so wie ein Mann eine Brust hat? Ich sehe halt aus wie ein kleines Mädchen von 10 Jahren. Also ich habe halt keine Brust. Und obwohl ich du 24 keine, Jahre alt bist? Obwohl ich 24 bin. Ich trage halt aufgepolsterte BHs. Aber nun gibt es ja viele Männer, die auf so eher knabenhafte Frauen oder dieses Androgyne, genau. Ja, stehen. Eigentlich müsstest du doch ganz gute Chancen haben. Wirst du denn viel angemacht von Jungs? Und, ja. Und du streckst zurück, weil du Angst hast, weil dich schämst vielleicht? Und ja, genau, das ist. Also das ist einfach, also ich kann von mir eigentlich oberflächlich sagen, dass ich gar nicht so hässlich bin ja. und mich eigentlich auch gerne im Spiegel ansehen mag, ja. aber
Aber so diese ganze zwischenmenschliche Beziehung in Sachen Partnerschaft. Warst du schon mal verliebt? Ja. In wen? Ich will keinen Namen wissen. In einen Jungen. Ja. Also das ist also jetzt nicht so, dass in einen richtigen Mann. In einen Mann. Nein, ich will darauf hinaus, dass du aufgrund deiner Chromosomen könnte es ja auch jetzt sein, dass du dich in eine Frau verliebst. Das ist nicht der Fall. Also ich hatte schon mal was mit einer Frau gehabt, aber also für mich ist das eigentlich in erster Linie unrelevant, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Klar, man wird so aufgewachsen. Ja, so locker sehen es nicht alle, ne? Ja, genau. Aber Hauptsache, ich liebe einen Menschen und kann einen Menschen lieben oder mich auch selber. Aber da fängt es ja an. Man muss erstmal sich lieben, um andere lieben zu können. Sag mal, Nina, nun haben wir, vorige Woche haben wir das Thema Schönheitsoperationen hier gehabt. Ja, und da wurde sehr viel, haben wir uns sehr viel unterhalten. Die Frauen haben erzählt über Brust-OPs, Brustaufpolsterung und so etwas. Das wäre doch in deinem Fall nun wirklich sehr angebracht. Hast du darüber schon nachgedacht? Ja, also darüber schon, klar. Also jetzt durch die Jahre hin ist es ja auch mehr populärer geworden und man spricht auch offener drüber. Also bei mir ist es halt noch so, ich bekomme auch wieder mal eine Hormonsubstitution. Das heißt halt, mir werden künstlich Hormone zugefügt, also auch die Östrogene mit und die Gestagen, was halt bei den Frauen eigentlich normal ist. Und da werde ich auch, sage ich mal, jetzt bald auch künstlich in die Pubertät gesetzt. Ach, das kann sein, dass die Brüste sogar noch von sich aus wachsen dann. Ah ja. Genau. Mhm. Und ich weiß ja nicht, wie ich dann irgendwie jetzt mal so in einem Jahr oder in zwei Jahren aussehen werde. Gut, das muss man wirklich abwarten, bevor man jetzt große chirurgische Eingriffe macht. Über das hinaus, was du jetzt gerade erzählt hast, du hast keine Brustentwicklung gehabt. Ja. Deshalb beispielsweise auch Angst, sich auf intime Dinge einzulassen. Auf intime Dinge, genau. Oder ich gehe auch nicht gerne schwimmen. Ich gehe nicht gerne ins Schwimmbad. Also ich zeige mich nicht gerne generell irgendwie ein bisschen körperbetonter oder ein körperfreier einfach. Das geht nicht. Wissen das viele Leute, dass du keinen Busen hast? Oder also meine Familie vorwiegend. Und ich sag mal so, mit 17, 18 habe ich noch nicht die ausgepolsterten BHs getragen. Also wie jetzt irgendwie. Und da wurde ich halt schon irgendwie auch so in der Pubertät, also auch immer. Klar. Stimmt, ne? Klar, irgendwie kein Arsch und kein Tietchen sieht aus wie Schneewittchen. Ne? Welche Auswirkungen sonst noch körperlich hat dieses Syndrom, dieses Swire-Syndrom, wie du es nennst? Also körperlich, Swire, das ist schon richtig, Swire-Syndrom. Also körperlich, es gibt halt auch viele Frauen, die dieses Syndrom haben, also da, wo ich halt noch Glück habe, ist, die sind zum Beispiel kleinwüchsig. Mhm. Was ich nicht bin. Ich bin 1,70, Gott sei Dank. Mhm. Es gibt auch Fälle unter diesem Swire-Syndrom, die unter Zwittrigkeit leiden. Mhm. Das heißt halt, dass die schon eine Scheide haben, aber auch Ansätze von einem Penis. Ja. Was ich Gott sei Dank auch nicht habe. Also bist du ganz gut weggekommen, ne? Ich bin gut weggekommen, genau. Und deshalb rufe ich einfach auch mal an. Ich hatte es letzte Woche schon mal bei dir versucht. Mhm. Auch bei dem Thema, das und das hat mein Leben verändert. Mhm. Also das heißt halt, sprich dieses Y-Syndrom als diese Genetik Geschichte einfach mal aufgedeckt worden ist. Und da wurde ich leider nicht zurückgerufen. Und deshalb aber umso besser, dass wir uns heute sprechen können. Genau. Man kann das fast schon als Hinweis auf unsere Sendung morgen nehmen, denn morgen haben wir das Thema, das würde niemand von mir denken. Ja, genau. Das würde ja auch in deinem Fall auch fast so passen. Du wirkst ja eigentlich sehr vital und sehr fröhlich und eigentlich ganz entspannt. Hat das denn nicht auch über die Jahre doch auch so seelische Narben bei dir hinterlassen? Natürlich, Domian. Also das ist, also ich lasse mich halt von Natur aus nicht unterkriegen. Mhm. Also ich habe noch andere Krankheiten und hängen die anderen Krankheiten auch mit diesem Syndrom zusammen? Oder? Ja, also ich habe halt auch starke Osteoporose, die hängt natürlich auch, die geht einher mit diesem Swire-Syndrom, dadurch, dass ich halt auch keine Östrogene habe. Mhm. Und für die Frauen ist es halt auch immer so, wenn die dann in die Wechseljahre kommen, dann haben die viel mit Osteoporose zu tun. Das heißt halt auch, dass die halt weniger Östrogene haben. Ja. Und also mir ging es auch eine Zeit lang sehr, sehr schlecht. Ich bin jetzt, Gott sei Dank, ich habe es geschafft, eine Therapie anzufangen. Mhm. Einfach mal, einfach auch diese jahrelange Krankheit, Krankheitssachen, die einen belasten. Das heißt also, im Moment wirst du so zweigleisig behandelt, sowohl medizinisch, Stichwort Hormone, als auch seelisch, Stichwort Psychotherapie. Genau, also die Hormone, die werden jetzt angesetzt. Ich werde jetzt nochmal in die Uniklinik geschickt nach Lübeck zur Abklärung.
um da nochmal richtig substituiert zu werden. Mhm. Und also eingestellt da, zu werden, ne? Genau, mhm. Genau. Ja, ich sag halt substituiert. Ja. Und ja, und da werde ich auch weiter, denke ich mal, auch psychologische Betreuung weißt brauchen. Weißt du, was ich interessant finde, wie sich das bei dir weiterentwickeln wird in Sachen Liebe? Ja. Ich meine, das ist natürlich eine tolle Einstellung. Hauptsache, man liebt einen Menschen. Ja. Aber die meisten sind ja schon in eine Richtung gepolt. Es gibt ja ganz wenige Menschen, die nur wirklich 50-50 bisexuell sind. Ja. Interessant wird das sein, wenn du auch deine Hormonbehandlung weiter jetzt durchführen lässt und auch die Psychotherapie weitermachst, genau. Wohin es dann gehen wird. Ja, da bin ich auch mal sehr, sehr gespannt. Und sehr gespannt wahrscheinlich auch auf die ersten Erfahrungen. Wie ist denn das? Hast du denn auch so für dich ein sexuelles Bedürfnis oder das schon? Also ich bin halt nicht frigide und ich habe halt auch Gefühle und aber man muss ja auch erstmal seinen Körper und sich selber auch erstmal lieben, um andere auch, sag ich mal, ganz auf Deutsch irgendwie ranzulassen. Ja. An seinen Körper und auch an sein Innerstes. Ja, absolut richtige Einstellung. Das sage ich auch immer hier in der Sendung. Finde ich genau richtig. Genau. Kannst du das denn so für dich genießen, deine Sexualität? Funktioniert das? Also für mich selber schon. Mhm. Also für mich selber schon. Und aber es ist halt sehr schwer, irgendwie alleine sich ja einfach auch auszublättern. Klar, einfach klar. Sagen, irgendwie, wenn es dann wirklich dann um die Wurst geht, im wahrsten Sinne des Wortes, dann das ist nicht. Also ich bin bei deiner Art, so wie ich dich jetzt hier gerade bemerkt habe, kennengelernt habe, bin ich optimistisch, dass du das alles noch gut in den Griff kriegen wirst. Ja, ich hoffe es auch. Und würde vielleicht irgendwann nochmal gerne mit dir reden, weil ich das sehr interessant finde. Das habe ich noch nie gehört. Ja. Hier in dieser Sendung hat noch niemand mir das erzählt. Ja. Genau, deshalb rufe ich eigentlich auch an, weil es gibt halt auch, wie gesagt, so Frauen wie ich, die auch früher irgendwie in ihren Kämmerleinchen wie ich halt auch irgendwie alleine für sich gelebt haben. Und ich bin jetzt halt, wie gesagt, auch bei einer guten Psychologin, die auch Öffentlichkeitsarbeit betreibt in Sachen Genetik und in Sachen... Aber das war jetzt in Sachen Zweier-Syndrom, war das eine gute Öffentlichkeitsarbeit, die du gemacht hast, Nina. Genau. Ne? Ich danke für deinen Anruf. Danke dir. Schön, es gibt Selbsthilfegruppen, darf ich das nochmal sagen? Ja, klar. Mhm. Die es auch per Internet gibt. Das heißt xy-frauen.de. Ganz einfach. Genau. xy-frauen.de. Genau. In diesem Sinne, Nina, alles Gute. Danke dir, du. Und toi, toi, toi für alles Weitere. Dankeschön. Tschüss. Weiter so. Tschüss. 0800 5678 111, das ist unsere Telefonnummer. Und morgen heißt unser Thema, ich habe es gerade ja schon gesagt, das würde niemand von mir denken. Also man tut etwas, man hat etwas oder man hat ein Geheimnis und lebt aber ein ganz anderes Leben und niemand würde das von mir denken. Also wenn ihr mir da morgen was erzählen wollt, dann ruft morgen an. Das ist das Thema. Heute haben wir eine freie Themennacht, wie immer montags. Und Paolo ist jetzt bei mir. Paolo ist 31 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo. Hallo, Paolo. Um was geht's? Es geht um die Liebe. So. Die Liebe zu einer Frau. Aha. Und die Frau, das war früher meine Physiotherapeutin. Aha. Das heißt also, ich habe also so eine Krankheit. Nämlich, was für eine Krankheit? Die heißt Cartagena-Syndrom. Noch ein Syndrom, was ist das für eins? Das geht in die Richtung von Mukoviszidose. Ja. Ja, ist sehr selten, ist eine genetische Stoffwechselerkrankung. Ja, hat viel mit der Lunge zu tun. Also mir fehlen die Flimmerhärchen, habe deswegen schon immer Lungenentzündung gehabt und die Lunge nimmt einfach ab, ne? Mhm. Im Laufe der Zeit. Nun, dann bin ich zu der Frau gekommen, ne? Mhm. Also ich mache seit ein paar Jahren schon intensive Therapie und Physiotherapie gehört einfach dazu. Hab mich dann in die Frau verliebt, die hatte damals eine Beziehung, die lief aber nicht so gut. Dann war der Freund für ein halbes Jahr weg in Mexiko und dann haben wir halt was angefangen, weil halt der Reiz einfach da war von beiden Seiten, ne? Mhm. Dann kam der Freund zurück und sie machte dann kurze Zeit später Schluss mit ihm. Mhm. Und ich machte mir natürlich große Hoffnung. Ja, weil ich sehr verliebt war. Wir hatten super, super tolle Zeit. Ja. Wie lange wart ihr denn da schon zusammen quasi? Also wir kannten uns schon anderthalb Jahre, sind mal öfters ausgegangen und so. Aber angefangen hat es erst dann, also als der Freund dann nicht mehr da war. Ja, das meine ich. Wie lange lief es dann schon ziemlich intensiv, bis er dann wiederkam, meine ich? Es ging gute 5 Monate. Ah ja, gut, ja. Und dann weiter? Dann kam er zurück, sie machte Schluss und ich dachte mir, okay, sie hat ja noch ein bisschen Zeit und dann entscheidet sie sich für mich. Mhm.
wir waren immer sehr ehrlich zueinander. Mhm. Der Punkt ist halt nur der, dass sie sich einfach nicht für mich entscheiden kann, weil ich halt diese Krankheit habe. Und das heißt, die ganze Sache läuft jetzt immer noch, ist immer noch in der Schwebe? Ja, die läuft immer noch. Aha. Ja. Sie entscheidet sich nicht für dich, weil du diese Krankheit hast? Ganz genau. Sie kann also sich mit mir keine Zukunft vorstellen. Weil ich erstens mal auch keine Kinder zeugen kann. Mhm. Ja. Wie sehr bist du denn, da wir alle diese Krankheit natürlich nicht so kennen, umschreib doch mal so, inwiefern du auch so körperlich gehandicapt bist durch die Krankheit. Ja, ich bin halt nicht mehr so belastbar. Ich bin schon berentet. Mhm. Seit einem Jahr arbeiten geht halt nicht mehr. Ja. Und ich habe halt schon Schwierigkeiten beim im dritten Stock zu laufen und habe auch Sauerstoff zu Hause und so, ja, was ich über Nacht benutze. Aber wenn du mich so auf der Straße siehst, würde man es nicht sehen. Würde man es nicht bemerken. Überhaupt nicht. Ja. Ja. Aber nicht sehr belastbar. Wie sie sagt, sie kann sich auch keine Zukunft mit dir denken. Steckt da sogar der Gedanke hinter, dass sie denkt, du würdest früher sterben als ein normaler Mensch? Ja, mit Sicherheit, ja. Ist das auch so? Ist deine Lebenserwartung niedriger als eines normal gesunden Menschen? Also in meinem Fall ist es so, dass ich wahrscheinlich irgendwann mal, das weiß man aber noch nicht genau, eine Lungentransplantation vielleicht brauche. Ach so. Ja, also das ist eine ernste Sache. Oder so. Mit 50? Mit 40. Mit 40. Also in 10 Jahren steht das eventuell an. Wäre wahrscheinlich das Letzte so, ja. Ja, und dann ist der Weg natürlich noch schwieriger und anstrengender für alle Seiten, wenn man... Ja. Aber sag mal, tut dir das denn nicht super weh, wenn eine Frau, die du liebst und von der du angenommen hast, dass die auch Gefühle, vielleicht sogar große Gefühle, dass die dich quasi wie ein Stück, ich sag's jetzt mal ganz, ganz böse, ja, sag's mal, wie ein Stück Vieh abcheckt, da ist er gesund, da bringt er was, er wird zu alt, da nutzt er was. Ja, siehst du das so? Ja, nee, so kam es mir gerade vor. Mich befremdet es völlig. Wenn ich einen Menschen liebe, würde ich doch nicht drüber nachdenken, der stirbt vielleicht in 15 Jahren oder der mit dem kann ich keine Kinder haben oder so. Ja, so sehe ich auch im Prinzip. Ich glaube, wenn man wirklich jemanden liebt, dann ist das alles egal, finde ich. Ja, genau, dann ist man bereit zu opfern. Absolut. Ja, das ist sie nicht. Aber weißt du, das Komische ist, ich verstehe das ja auch noch, dass sie so ist, weißt du? Aber wie war das denn, das ist doch ein bisschen seltsam, wie war es denn jetzt in diesen 5 Monaten, als ihr relativ eng zusammen wart? Hat sie dir da die große Liebe vorgespielt? Nein, der Punkt ist, dass ich ihr immer gesagt habe, du, hör mal zu, wir haben jetzt eine super tolle Zeit. Mhm. Ich möchte nicht deine Beziehung zerstören. Ich möchte, dass, wenn er zurückkommt, dass du normal weitermachst. Lass uns einfach die Zeit genießen. Ja. Und so habe ich mir das vorgestellt. Mhm. Natürlich kommt es nicht so, wie man sich das vorstellt, sondern... das Ganze entwickelt sich in eine ganz andere Richtung. Aber sie hat, nachdem ihr Freund dann aus Mexiko zurückgekommen ist, hat sie sich von dem getrennt. Genau. Das, aber ohne dann zu sagen, okay, ich bin jetzt mit dir, Paolo zusammen. Das hat sie nicht gesagt. Der hat das auch gar nicht mitbekommen. Ich wollte das auch nicht. Mhm. Ja. Aber in diesen 5 Monaten, war eine glückliche Zeit. Super. Super. Und da hast du auch so für dich die Hoffnung gehabt, das wird schon was werden mit uns beiden. Immer, die Hoffnung habe ich heute immer noch, weil das läuft immer noch. Also jetzt ist es halt nur noch so eine, sagen wir mal, eine Sexbeziehung, weißt du? Aber für dich ist es eben mehr als Sex, ne? Für dich ist es eine Liebe. Absolut. Ja. Absolut. Und das wirst du auf Dauer gar nicht durchhalten können, nur mit dieser Frau eine Sexbeziehung zu haben, weil das immer wieder wehtut und immer wieder verletzlich, dich verletzen wird, ne? Genau. Aber mich wundert auch, Paolo, du sagst, ich verstehe das, dass sie so denkt. Ja, ich verstehe das wirklich. Das ist ja das Komische an der ganzen Geschichte. Andererseits hast du aber gerade zu mir selbst gesagt, eigentlich denkst du doch genau wie ich. Das heißt, wenn man jemanden liebt, dann wägt man nicht so ab. Aber es ist doch auch irgendwie normal, dass man gewisse Ängste hat, weißt du, vor etwas, was man nicht kennt oder... Okay, gewisse Ängste ja, aber bei ihr geht das ja darüber hinaus. Sie hat ja schon ein Urteil gefällt. Ja. So hast du es mir beschrieben. Sie will ja nicht mit dir zusammen. Es hörte sich ja an wie eine Entscheidung, wie eine klare Aussage. Das stimmt, ja. Das hat sie auch gemacht, ja. Ich habe dann auch, nachdem sie mir das gesagt hat, habe ich auch die Praxis gewechselt. Mhm. Ich sag, du, ich kann nicht mehr. Ich bin halt so der Mensch, der dann einfach sagt, okay, tschüss, lass mal. Und das ging dann 3 Monate so. Dann hat sie sich wieder gemeldet und dann habe ich halt zu der Zeit mir nichts dabei gedacht, habe gesagt, okay, komm, jetzt machst du es halt nur noch auf die Sexbasis. Mhm. Einfach um meine Erfahrung auch zu machen, ist natürlich nicht so. Mhm. Also ich würde an deiner Stelle dir raten, wenn du es denn kannst und wenn du es schaffst innerlich,
von der Frau weiter wegzugehen und dich auch nicht mehr auf diese Sexsachen einzulassen. Weil ich glaube, dass dich das immer wieder zurückzieht zu der Frau. Und du immer wieder traurig sein wirst. Auch wenn der Mensch mir wirklich was bedeutet, so vom Menschlichen her. Ja, weil du wirst dich irgendwann damit konfrontiert sehen, dass diese Frau sich verliebt. Ja. Und dann stehst du da. Ja. Also wenn du dir wirklich sicher bist, dass sie mit dir keine Zukunft will. Ja. Und dass es für sie wirklich auch nur eine Sexgeschichte ist. Ja. Dann würde ich versuchen, alle meine Kräfte zu aktivieren und da rauszugehen aus dem Ding. Ich weiß, wie schwer es ist. Wir müssen da gar nicht drüber reden. Komplett abbrechen, oder? Erstmal würde ich sehr weit auf Distanz gehen, ja. Mhm. Bis das alles verdaut ist und bis was anderes kommt. Ja. Ich finde es, wie gesagt, auch sehr, ich finde es sehr verletzend für dich. Ist es auch, ja. Meine Meinung. Ja, danke für deine Meinung. Alles Gute, Paolo. Ja, ich danke. Tschüss. Ciao. Ulrike, hier ist sie, 47 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, ich kann es nicht fassen. Wir sind jetzt miteinander verbunden. Bitte? Ich sag, wir sind in der Tat miteinander verbunden. Ja, ich kann es gar nicht fassen, aber es ist wohl so. Um was geht's denn? Jedenfalls ganz, ganz toll, da mal drin zu sein bei dir und dickes Lob. Und Das vorneweg, ganz kurz noch zu deinem ersten Anrufer mit der älteren Freundin, mit der er nicht mehr zusammen ist, gebe ich dir also hundertprozentig recht aus eigener Erfahrung. Wenn man so drauf ist, dass die Welt zusammenbricht aufgrund eines zerbrochenen Glases oder was, ist das absolut keine Altersfrage. Mein Mann, der ist schon immer so drauf, auch mit 20 gewesen. Ja, das finde ich allerdings auch, ja. Okay. Und jetzt zu meinem Problem. Ja. Also ich bin 13 Jahre verheiratet, beziehungsweise in einer, also 11 Jahre verheiratet, 13 Jahre zusammen, lebe hier mit zwei Jungs, meinen eigenen aus erster Ehe und meinem Ehemann klappt das immer wieder mal nicht so gut. Wir sind mental völlig anders drauf. Und ich habe jetzt so für mich in Erwägung gezogen, einen alten Bekannten aus früheren Zeiten zu treffen und wieder vielleicht etwas, eine kleine Flucht für mich zu schaffen aus diesem ganzen Alltags einerlei. Mhm. Würdest du sagen, dass die Ehe unglücklich ist? Also ich will mich nicht von meinem Mann trennen, weil er ist eigentlich so ganz in Ordnung, aber er kann sich einfach nicht auf mich einstellen und ich habe das immer wieder... Sag mal ein paar Beispiele, wo du sagst, da hakt es, da stellt er sich nicht auf mich ein oder da gibt es auch Konflikte. Ja, zum Beispiel in Bezug auf die Jungs, auf das Familienleben. Mhm. Hakt es eigentlich immer und immer wieder. Und wir reiben uns dann an so vielen Kleinigkeiten, sage ich mal. Also ich empfinde es als Kleinigkeiten. Ich habe es gerade, da war ein Rauscher in der Leitung, nicht richtig verstanden. Sind beide Jungs nicht von ihm oder nur einer? Nein, beide nicht. Beide sind aus einer anderen Beziehung? Ja. Ja. Hat er sich dann am Anfang auch sehr schwer getan mit den Kindern oder hat er sie am Anfang gut akzeptiert? Also er akzeptiert sie auf jeden Fall, aber er kommt irgendwie allgemein mit jungen Menschen nicht so klar, wie ich es mir wünsche. Ja, also da sind Spannungen, aber er schlägt die Jungs nicht. Nein, sowas nicht. Gottes Willen. Gut, ein Beispiel, also in der Erziehung mit den Jungs funktioniert es nicht gut. Gibt es noch andere Beispiele zwischen euch beiden, wo du sagst, da kritisiere ich ihn und da hapert es bei uns? Ja, also er stellt seine Sachen, die ihm wichtig sind, in den Vordergrund. Zum Beispiel seine Ordnungsliebe. Ah ja, daher das Beispiel gerade. Die geht mir so auf den Geist, aber daran habe ich mich jetzt schon langsam gewöhnt und er hat die auch schon etwas versucht abzubauen. Meines Erachtens bräuchte er auch dringend in der Beziehung einen Therapeuten, weil es teilweise ins Zwanghafte ging. Wie gesagt, er arbeitet an sich, aber ich weiß nicht, inwieweit er da noch entwicklungsfähig ist. Wie ist die Situation sexuell? Ja, im Moment läuft er seit einigen Monaten von meiner Seite aus, also wenig. Ja. Ist das auch mit ein Grund, weswegen du jetzt dir überlegt hast, dir einen, ich sag mal, Lover zu suchen? Ist auch ein Grund. Auch. Also es kommen einige Dinge zusammen und ich... Langweilst du dich in deiner Ehe? Ja, auch. Mhm. Also es ist von allem etwas. Mhm. Es ist von allem etwas und das Kuriose ist ja, dass alle zu mir sagen, ja, tu mal was für dich. Und jetzt habe ich gedacht, dann tue ich halt mal was für dich nicht. Und ich habe aber gleichzeitig ein schlechtes Gewissen jetzt schon im Vorfeld. Aber also da gibt es jemanden, den brauchtest du nur anrufen? Genau.
und da könnte sich irgendwie so ein Techtelmechtel, so eine Affäre wieder entwickeln. Auf jeden Fall. Ja. Die für dich so eine nette Abwechslung wäre. Ja, ich hoffe, dass sie das sein kann, weil ich im Grunde meines Herzens monogam veranlagt bin und sehr ehrlich. Aber wenn du im Grunde deines Herzens monogam veranlagt bist, gehe ich mal davon aus, dass du verdammt gefrustet bist. Ja. In deiner Situation, in der du da lebst. Ja. Rundrum gefrustet. Also ich habe auch depressive Phasen hinter mir, wo ich, weiß ich nicht, ein falsches Wort und ich fing nur an zu weinen. Und eigentlich habe ich das Gefühl, mich versteht überhaupt keiner mehr. Und daraus würde ich nämlich dann doch schließen, Ulrike, dass diese Ehe sehr viele Risse hat und sehr viel, dass da sehr viel nicht in Ordnung ist. Kommt mir so vor, nach dem, was du gerade erzählt hast. Und ich glaube, dass die Lösung bestimmt nicht in erster Linie darin besteht, dass du, es sei dir gegönnt, so eine Abwechslung, aber dass du dir... Gibst du mir deine Erlaubnis? Langsam, lass mich erstmal klären. Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Ist schon gar nicht auf Dauer, weil du wirst ein schlechtes Gewissen haben, hundertprozentig, glaube ich. Du wirst denken, dass du deinen, und das ist ja auch so, dass du deinen Mann betrügst. Es besteht die Gefahr, dass das vielleicht irgendwie durchsickert. Wie stehst du dann da? Ich fände es viel interessanter, das Pferd von der richtigen Seite aufzuzäumen. Nämlich, dass ihr was an eurer Ehe macht. Dass ihr das ist irre anstrengend, Domian, wenn ich davon anfange, von unserer Ehe zu reden, dann sagt er sofort, du machst wieder Stress, ne? Und ja, aber das ist ja schlimm, wenn ein Mann oder ein Partner so reagiert. Das heißt ja, dass er dich gar nicht richtig ernst nimmt in all deinen Sorgen und in deinem Kummer. Nein, so. Und das muss der Bursche erstmal verstehen. Wie? Das versteht er nicht mehr. Das glaube ich nicht. Also die Hoffnung habe ich ziemlich begraben. Würde er mit dir zu einer Eheberatung gehen? Ja, das könnte ich mir, glaube ich, schon so... Immerhin. Ich meine, das ist doch schon mal... Ich meine, es gibt 1000 Eheberatungsgespräche, die nichts nutzen. Ich empfehle das zwar auch hier sehr oft. Das heißt nicht, dass das immer die goldene Lösung ist. Aber es ist die Möglichkeit, die man auf jeden Fall zuerst mal nutzen sollte. Denn da sitzt du mit einem Fachmann zusammen, einem neutralen Menschen, und es wird geredet. Und da fängt der an, dich ernst zu nehmen. Da bin ich sicher, wenn du da sprichst. Und das auch moderiert wird von einem Arzt oder einem Psychologen. Ich könnte mir das auch vorstellen, weil wenn neutrale Leute was zu ihm sagen, dann glaubt er das 100-mal eher als mir. Er muss es immer irgendwie erst sozusagen von amtlicher Seite bestätigt bekommen. Das Schlimme ist nur, Domian, dass ich das Gefühl habe, er merkt gar nicht, dass es schon 5 vor 12 ist. So, und das Gefühl kannst du ihm aber in einer solchen Situation eines Beratungsgespräches kannst du ihm aber vermitteln. Deswegen wäre mein ganz klarer Rat jetzt, nicht fremdgehen und weiterhin die Probleme zuschütten und letztendlich in der Ehe noch weiter frustriert sein. Vielleicht noch mehr frustriert sein, wenn du das andere Leben mal so ein bisschen mitkriegst. Nein, versuche erst den Weg zu gehen und deine Ehe zu klären. Und wenn das alles nicht funktioniert, dann muss man neu nachdenken, was du tust. Und wenn du, das ist doch schon mal toll, wenn du sagst, der ist eventuell bereit, das zu machen, dann mach lieber morgen als übermorgen einen Termin bei einer guten Beratungsstelle und geht gemeinsam dahin. Auch wenn das ein schwieriger Weg ist und für dich auch vielleicht auch ein unangenehmer Weg ist, aber tu es. Versuch es, wenn dir diese Ehe und wenn dir die Gemeinschaft noch etwas wert ist und wenn du auch was dafür tun möchtest. Ja, also eigentlich schon, weil wie gesagt, die Ehe möchte ich eigentlich nicht aufgeben. Also ich habe da schon noch Hoffnung, es ist auch sehr viel Vertrauen und ich möchte jetzt ehrlich gesagt auch nicht nochmal von vorne anfangen. Ich dachte nur, dass ich irgendwie mal, ich bräuchte hier mal eine Auszeit von dem ganzen Laden und ich müsste hier mal irgendwie weg, weil ja, so ist es halt nicht mehr schön und ich bin ja auch nicht mehr so 20 und... Aber das sind alles sehr ernste Sachen, die du sagst. Ich finde, die muss man auch sehr ernst nehmen. Ja, aber mich nimmt niemand ernst hier. Das ist es ja irgendwie. Deshalb, ich bin sicher, das hast du gerade auch bestätigt, dass er das schon ernst nehmen wird, wenn er in der Situation mit dir bei einer Beraterin oder bei einem Berater sitzt. Mach dieses zuerst, Ulrike. Ich glaube, das ist für alle Beteiligten, auch für dich, für dein eigenes Selbstverständnis, ist das der bessere Weg, der sauberere Weg auch. Da hast du, kannst du mit richtigem Rückgrat kannst du sagen, ich habe das versucht
Und das hat er auch nicht mitgemacht, wenn es denn scheitern sollte. Dann kannst du immer noch deine eigenen Wege gehen. Jetzt tu es nicht. Du fühlst dich dabei besser, wenn du das anders machst, so wie ich es gerade gesagt habe. Okay. Möchtest du vielleicht mit meiner Psychologin nochmal reden, die dir noch ein paar Adressen geben kann? Ja, ja? Gerne. So machen wir es. Du legst auf und meine Psychologin, die Heide, ruft dich an. Ja, okay. Alles Gute und toi, toi, toi. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 5678 111, die Nummer, die auch Julia gewählt hat. 27, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Julia. Ja. Schön, dass du da bist. Guten Abend. Ja, es hört sich jetzt ein bisschen lustig an, was ich jetzt gerade sagen wollte oder beziehungsweise sagen will. Sag's. Es geht halt darum, dass ich vor circa 12 Monaten jemanden über diese sogenannte Dating-Line kennengelernt habe. Mhm. Und also ich bin erstmal super nervös, muss ich dazu sagen. Macht gar nichts, kannst dich auch ein bisschen verquatschen. Das ja, macht klar. Und ich habe halt diesen Mann noch nie gesehen bisher und es war eher so aus einer Laune heraus, hatte ich mal da angerufen, hatte ich vorher noch nie gemacht. Naja, und mittlerweile ist es so, dass wir seit 12 Monaten beziehungsweise über 12 Monaten miteinander telefonieren. Mal mehr, mal etwas weniger. Mhm. Und dann hatten wir uns auch mal 3 Monate lang überhaupt nicht gehört. Mhm. Und dieserjenige ist 20 Jahre oder beziehungsweise über 20 Jahre älter als ich. Mhm. Und, du bist 27, sagen wir es nochmal. Mhm. Und ja, das läuft so, dass wir zweimal die Woche miteinander telefonieren und wie ich auch schon eben sagte. Ja, warum habt ihr euch noch nie getroffen? Warum haben wir uns noch nie getroffen? Das ist schwierig. Der Mann ist liiert, ist seit, keine Ahnung, 20 Jahren oder so schon mit seiner Frau verheiratet. Mhm. Und ja, ich habe irgendwann, wie soll ich sagen, also gemerkt, dass sich dieser Mann doch ziemlich reingesteigert hat in diese Sache. Der Mann sich oder du dich? Nee, der Mann sich. Der Mann sich. Ja, ja. So nach dem Motto, ja, und lass uns am liebsten jetzt sofort sehen und überhaupt und und in die Karibik ziehen. Ja, das jetzt nicht unbedingt. Aber ich habe da eigentlich zuerst mal, ja. Was ist denn dein jetzt... Es gab ja bestimmt ein ganz akutes, aktuelles Problem, weswegen du angerufen hast. Ja, das in Bezug ist eigentlich das, auf diese Geschichte. Ja, das ist eigentlich das, dass ich so ein Stück weit mit mir selber momentan, wie soll ich sagen, hadere, ob ich mich nun mit ihm irgendwann mal treffen soll oder nicht. Ja. Wenn ich das tun sollte und dieser Mann würde mir jetzt nur mal angenommen überhaupt nicht zusagen, würde ich mich wahrscheinlich tierisch darüber aufregen, dass ich 12 Monate lang mit ihm telefoniert habe. Warum hast du das eigentlich gemacht? Das war so aus einer Laune heraus. Ja gut, man kann aus der Laune mal vielleicht ein paar Tage, vielleicht ja, ein paar Wochen Mann, reden. Aber der Mann ist super, super reizvoll. Am Telefon? Ist auch super intelligent und ich mag nur mal intelligente Männer. Ja gut, aber dass da noch nicht eher die Idee kam, also wenn schon, denn schon, komm, jetzt treffen wir uns aber mal. Nach 2 Wochen telefonieren reicht's jetzt aber. Ja. Aber es kam nicht so. Nee, weil... Ja, aber dennoch, es ist ja interessant, was hat dich gebremst, das nicht eher zu forcieren? Naja, dass ich eigentlich zu der Zeit auch noch liiert war. Aha, ach so. Aber liiert war, es lief halt nicht mehr so, würde ich mal sagen. Und naja, dann war mal, der Mann wollte sich so ein bisschen mal ablenken. Und gut, das ist eine Erklärung. Das kann ich. Viel unterwegs gewesen, man hat das gemacht, man hat jenes gemacht. Und so, jetzt hast du das Problem. Wenn ich mich jetzt mit dem Mann treffe und der mir nicht gefällt, daraus schließe ich, dass ihr euch auch keine Fotos zugeschickt habt oder irgendwas. Nein, das wollte ich nicht. Gar nichts, ja? Nein, weil für mich hatte das einfach zu Beginn irgendwo, wie habe ich auch schon eben sagte, einen riesengroßen Reiz gehabt, die ersten Tage. Zwar die nächsten Monate, danach irgendwo ja auch noch, aber ich wollte mich da nicht zu sehr reinsteigern in diese Sache. Gibt es eine weitere Angst, außer dass du sagst, ich ärgere mich, dass ich 12 Monate mit dem vertan habe? Gibt es eine andere Angst? Nee, also wie soll ich sagen, also Angst ist da nicht der richtige, oder beziehungsweise nicht das richtige Wort, sondern es ist eher so, dass ich halt einfach, ich will jetzt nicht hier so, wie soll ich sagen, so angeben oder so, aber ich nehme mal an, dass dieser Mann doch schon irgendwo mehr will und das will ich nicht mit ihm. Hast du ihm das denn schon mal bei all euren vielen Telefonaten gesagt?
Nee, das habe ich nicht. Warum nicht? Weil er halt nicht weiß, dass ich mit diesem Mann, mit dem ich damals liiert war, dass ich mich mit dem halt heute noch treffe und wir auch noch was miteinander haben und so weiter und so fort. Also spielst du auch schon ein Spielchen? Ne? Ein Spielchen will ich nicht sagen. Doch, du bist nicht ehrlich. Naja gut, aber ich glaube auch nicht, dass ich jemandem, den ich noch nie gesehen habe, meine ganze Lebensgeschichte. Nee, das musst du nicht, aber wenn du nicht ganz. Aber wenn du 12 Monate mit jemandem telefonierst, entsteht ja, wenn auch nur akustisch, schon eine große Nähe und Intimität. Ja. Dann musst du ihm nicht deine ganze Lebensgeschichte ausbreiten. Aber du solltest ihm zumindest auf jeden Fall klar machen, dass du nicht ernsthaft an ihm interessiert bist und dass du dir nie und nimmer eine Beziehung vorstellen kannst. Also ich meine jetzt eine Beziehung sowieso nicht, aber das Ganze wurde auch zu so einer Art Selbstläufer. Man hat telefoniert, dann hat man nicht telefoniert. Ich lebe mein Leben, dieser Mann lebt sein Leben in seiner Ehe mit der Frau. Und aber du hast bemerkt, dass er sich da reingesteigert hat. Und dass es für ihn eine größere Wichtigkeit hat. Ja, und dass er unter Umständen vielleicht sogar seine Ehe aufgeben würde, um mit dir irgendetwas zu machen. Ach nein, so weit würde ich jetzt nicht denken. Aber nein, er ist verliebter als du, sagen wir es so. Nein. Also er würde sich jetzt nicht unbedingt deswegen scheiden lassen, weil er seit 12 Monaten mit irgendeiner wildfremden Frau... Gut, aber er ist verliebter als du. Also ich bin in diesem Mann überhaupt nicht verliebt. Du bist überhaupt nicht verliebt. Das musst du ihm sagen, Ja, das habe ich auch schon überlegt. Aber es hat einfach einen Reiz gehabt. Ja, du hast auch Angst, dass das Ganze dann vielleicht kaputt geht. Weil es dann entzaubert wird, wenn du das... Jetzt ist das ja so ein Spielchen, glaube ich, wo man so gegenseitig umeinander rumtanzt. Und wenn du das sagst, sind natürlich die Grenzen klar. Und vielleicht hast du Angst davor, dass es dann nicht mehr weitergeht. Nee, also die Angst, die hätte ich wahrscheinlich nur dann, wenn ich diesen Menschen jetzt angenommen, ja, halt über alles lieben würde. Aber das ist ja nicht der Fall. Ich bin nicht verliebt. Dieser Mann hat aber letztendlich doch einen riesengroßen Reiz auf mich. Und ich kann das überhaupt nicht so in Worte fassen, was da letztendlich vor sich geht, kann ich mal sagen. Passiert auch sehr viel Sexualität in den Telefonaten? Also sagen wir mal so, man redet miteinander über dieses und über jenes. Klar, das macht man auch. Gibt es Telefonsex? Nein. Das nicht? Nein. So, also die Grundfrage ist jetzt, er will sich treffen. Die Frage ist, sollst du dich darauf einlassen? Ja. Ne? Das ist die Frage. Ich finde ja. Eindeutig ja. Weil ich war mittlerweile so weit, dass ich einfach sagen wollte, gut, ich will diesen Mann nicht sehen. Es war einfach, wie ich auch schon eben sagte, ich habe da mal angerufen aus einer reinen Laune heraus. Hatte das halt vorher noch nie gemacht und ich dachte, komm, rufst du da mal an. Und hatte mich da noch mit einer guten Freundin darüber unterhalten. Und sie meinte dann auch, ach ja, sagst du, komm, lass uns doch mal machen. Ja. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, indem du sagst, okay, komm, wir brechen es völlig ab und das war's. Ja. Die Frage ist natürlich, wenn du dich jetzt mit dem triffst, die Frage ist natürlich sehr wichtig, die du dir selbst stellen musst. Ja. Was soll das? Was bringt das dir? Was soll das für dich? Ja. Ne? Was soll das? Ja, es ist alles ein bisschen schwierig im Moment. Mhm. Und es sind halt zwei Dinge, die ich mir so überlege. Nämlich das eine wäre das, dass ich mir sage, wenn ich diesen Mann irgendwann mal doch sehen sollte und wie ich auch schon eben sagte, wenn er mir nicht zusagt, es würde mich ziemlich stark nerven, dass ich 12 Monate nicht mehr habe und dann ist es noch nicht mal mein Typ. Ich meine, ich will ihn ja nicht heiraten, will keine Beziehung mit ihm. Ja, Moment, aber du hast ja mir gesagt, dass es einen großen Reiz hat. Das heißt, es hat dir auch 12... Ja, der Mann hat einen Reiz. Ja, gut, aber dann heißt das auch, dass es dir 12 Monate Spaß gemacht hat und das ist doch auch okay. Ja, das ist richtig. Ja, also ich sehe das Problem eigentlich gar nicht. Das ist ja auch die andere Sache. Das ist auch die andere Sache. Und ich kann mich da irgendwie jetzt im Moment nicht so entscheiden. Und also ich finde, zwei Dinge sind wichtig. Also ganz wichtig finde ich, dass du den nicht noch weiter vielleicht irgendwie das Feuer schürst bei ihm. Dass da noch mehr entstehen könnte. Dass du dem mehr klar signalisierst, ich bin nicht verliebt. Ich finde dich toll, es macht mir Spaß, mit dir zu telefonieren. Aber ich bin nicht verliebt. Und das Zweite ist, triff dich auch mit dem. Vielleicht ist es ja wirklich ein ganz netter Mann. Und kannst du mal weiter gucken. Naja gut, aber das andere ist auch, dass es jemand ist, wie soll ich sagen, der in dieser Stadt, in der der Mann lebt, ich nehme an, dass ihn dort doch recht viele Leute kennen. Ja und?
Was hast du? Das hat ja nichts mit mir zu tun. Mhm. Aber ich will da nicht unbedingt, dass, wenn wir dann jetzt angenommen, wie soll ich sagen, also ganz harmlos durch die Stadt laufen und dann trifft der Hintern Kunz und hallo, Herr Doktor so und so und hallo und überhaupt, wen haben Sie denn da an Ihrer Seite und weiß das Ihre Frau eigentlich schon? Also ich habe überhaupt keinen Nerv auf irgendwelchen Streit und Ärger. Ja, dann musst du es nicht machen. Also ich meine, da du eh nicht verliebt bist in diesem Mann, dann lass es sein. Also ich meine, gut, das ist ja das, was ich halt damit sagen möchte. Auf der einen Seite ist halt Reiz da, aber auf der anderen Seite... Aber wobei mir auch gar nicht richtig klar ist, worin der Reiz besteht. Du weißt, du sagst definitiv, ich will von diesem Mann nichts. Naja, es ist einfach die Art und Weise, wie wir miteinander reden. Und gut, aber dann red doch einfach weiter, ohne ihn zu sehen. Du willst ihn ja. Das will ich ja nicht die nächsten 10, 20 Jahre machen. Sondern ich will mich jetzt... Also Julia, ich glaube, die Sache wird sich wahrscheinlich schon sehr schnell auflösen, wenn du da rein Wein einschenkst. Habe ich fast die Vermutung. Ja. Sagt mir meine Intuition. Weil ich will ja... Wie bitte? Das sagt mir meine Intuition. Wenn du dem klaren Wein einschenkst, glaube ich, wird die Sache sehr schnell sich eine andere Bahn nehmen. Das ist jetzt mein Ratschlag oder auch meine Meinung. Okay? Ja, es ist halt, wie soll ich sagen, es ist momentan so eine Situation, dass ich auf zwei Stühlen sitzen möchte und das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Sag's ihm mal und mal sehen, wie er darauf reagiert. Und dann muss man nochmal neu überlegen. Ja, klar. Alles Gute. Ich muss mal gucken. Alles klar. Tschüss, Julia. Ja, tschüss. Frank, 40 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo, Frank. Ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt, weil ich hatte gerade schon in den Vorgesprächen, da ging es darum, dass man wegen Autobahnparkplätze abfahren. Mhm. Ich komme aus Hamm in Westfalen. Ja. Und hier gibt es so 3 Treffpunkte. Mhm. Oder 4 sogar. Aber der 4. ist so ein bisschen tot. Mhm. Der ist in Hamm City. Also Treffpunkte, um es ganz klar... Achso, für Humus. Ja, für Humus. Schwule Parkplätze, ja. Schwule Autobahnraststätten. Nein, Parkplätze. Ach, Parkplätze. Einmal hier an der A1 sind 2 Stück und einmal auf der A2 sind 2 ja. Stück. Okay. Also die liegen ja an den Abfahrten von Hamm jeweils. Ja. So, mir ist jetzt so die letzten Jahre so aufgefallen, dass man, wenn ich da jetzt so hinfahre, will mich mal nach einem netten Kerl umgucken oder auch nicht. Bist du denn schwul? Oder? Ich bin homosexuell. Seit meinem 13. Lebensjahr weiß ich das. Ah, ja. Bis zum 22. bin ich zweigleisig gefahren. Mhm. Dann habe ich aber eine Beziehung eingegangen, die 13 Jahre gedauert hat. Und dann bin ich in eine Beziehung. Jetzt bin ich in eine Beziehung, die dauert jetzt schon fast 5 Jahre. Bin auch sehr glücklich. Trotzdem fahre ich mal aus reiner Neugier. Weiß dein Freund davon? Ja. Ja. Er kommt auch manchmal so auf den Trichter, mal loszufahren. Okay, das ist akzeptiert in der Beziehung. Ich denke mal, so kann eine Homo-Ehe gut klappen, ja. Wenn man sich nicht einschränkt, wenn man sich nicht Besitztum Anspruch stellt oder wie sich das schimpft. Ja, auf jeden Fall ist mir dann aufgefallen, wenn ich da jetzt so die letzten 2 Jahre, dass das ziemlich öffentlich Sex getrieben wird an diesen Parkplätzen. Zum Beispiel hier in Hamm an der A1 Richtung Bremen. In den letzten 2 Jahren, es wird da immer öffentlich Sex getrieben. Ja, auf diesen... nur sehr öffentlich, also dass es auch andere Leute mitkriegen. Aber ich bin da nicht so erfahren, aber ich habe mir erzählen lassen, dass das schon immer der Fall so ist, dass man da auch zugucken kann. Achso, im Hellen meinst du auch? Ja, in Hellen auch. Hier in Hamm passiert das auch in Hellen. Aha. Ne, dass die Leute praktisch, also sie gehen ein Stück in die Lichtung rein. Ja. Wird sich da angepackt und so weiter und so weiter. Und ich kann es direkt von Autoparkplatz, also von dieser Einfahrtbucht, kann ich das direkt beobachten, wie die da eben Sex treiben. Ne? Gut, das kann man jetzt kritisieren. Man kann es aber sein lassen, indem man sagt, okay, ich beteilige mich nicht daran und ich fahre da gar nicht hin auf diese Parkplätze und gut. Oder kritisierst du das oder wie verstehe ich das? Nein, was mich daran stört, ist, dass ich das gesehen habe, dass die Leute ohne Kondome rummachen. Ach so. Das ist das, was mich total aufregt. Ich habe da zum Beispiel ein Beispiel, da fährt zum Beispiel einer rum, ich sage Schickimicki, BMW Z3 und so. Und wenn dann irgendwelche Leute also stehen, machen so ein bisschen rum, ne, dann drängt er sich da mit bei ne, und hält sofort die Kiste hin. Ne, und lässt sich das Ding dann ohne Kondom von den jeweiligen anderen reinschieben. Ne. Und da könnte ich mich dann, weiß ich was. Also ich komme ja manchmal vorher wie ein Prediger, weil ich dieses Thema auch, ich bin auch ganz zäh, immer und immer und immer wieder seit Jahren hier aufs Tablett lege, nämlich das Thema Kondome. Ja. Und ich bin auch entsetzt darüber und dein Beispiel bestätigt mich jetzt auch wieder, dass eben auch in der schwulen Szene mittlerweile so leichtfertig damit umgegangen wird.
dass ich die Sorge habe, dass die ganze Aufklärung, die es mal gab in Deutschland und diese vielen tollen Spots, die im Fernsehen gelaufen sind, die haben überhaupt keinen Nutzen. Nein, es ist alles vergessen. Das ist also, was ich in der Homo-Szene erlebe, also was diese Parkplätze betrifft, hat diese ganze Aufklärung über AIDS, sich schützen, nicht nur vor AIDS, sondern vor anderen Geschlechtskrankheiten auch, überhaupt keinen Sinn bei den Leuten. Also eher am liebsten würde ich dann da hingehen, wenn die da zu dritt stehen, der eine hat sein Ding in den anderen drinne. Und ich sehe, dass da kein Kondom dran ist, dann möchte ich am liebsten den Menschen ohrfeigen. So ein Gefühl habe ich eben. Ja. Ich kann mich dann da also voll drüber aufregen, weil ich weiß nicht, da kommt ein Unerfahrener hin oder weiß ich was oder sonst wie. Oder es sind auch viele Heterosexuelle, die eben ein sexuelles Erlebnis mit einem Mann haben wollen. Das ist ja eine Art 2, der Parkplatz, da sind überwiegend LKW-Fahrer und weiß ich was, die ihre sexuellen Fantasien allerdings. Ja, dann kommt da so ein Profi-Schwuler an und benutzt diesen Menschen, weil der einfach nur geil ist. Und ja gut, aber der andere ist nun auch ein erwachsener Mann und der sollte das auch wissen und der sei damit nicht entschuldigt. Ne? Ja, nee, das ist mir schon klar, aber... Also für dich aber ist das überhaupt kein Thema. Wenn du das machst, ist das immer mit mir. Ich stehe zwar auch auf Bumsen, also nicht gebumst zu werden, sondern selbst auf Bumsen stehe ich unheimlich, aber wenn ich ihn... dafür habe ich meinen Freund. Und das war in der ersten Beziehung und das war in der zweiten Beziehung so. Und da war einmal Vertrauen. Ja. Das heißt also, wenn du auf diese Parkplätze fährst, geht's harmloser ab mit anderen Praktiken? Ja, andere Praktiken. Also, und wenn dann, ich habe immer Kondome bei. Ja. Also man kann wirklich diesen Anruf von dir, nehme ich jetzt auch gerne nochmal zum Anruf, also wirklich dieses auch nochmal thematisiert zu haben. Mehr kann man nicht machen. Man kann es nur ich meine, das ist eine kleine Öffentlichkeit, die wir ja heute Nacht haben, aber ich will die auch gerne immer wieder nutzen, darauf hinzuweisen, auch gerade auch die jungen Leute, auch ganz junge Leute, egal ob sie nun homosexuell, lesbisch oder heterosexuell sind, dass sie diese Gummis nehmen sollen. Leute, nehmt die Gummis. Es geht wirklich nicht nur ausschließlich um AIDS, es geht um viele andere Krankheiten. Ja, nur ich denke, wenn ich da jetzt an so einem Parkplatz bin oder so und ich lerne da einen kennen und so, oder ich habe auch mal schon mal einen kennengelernt, habe mit dem so ein bisschen rumgemacht so und so, und hinterher sehe ich den dann auch in so eine Gruppe drinne stehen und der lässt sich das Ding da voll reinschieben ohne Kondom. Das ist so ein Blonder, der fährt so einen Firmenwagen, sieht sehr nett aus. Gut, also ich glaube, wir haben es... Hinter sehe ich ihn eben, dass er da dann sich eben auch pfeffern lässt, eben von mit so ein Typ da ohne Kondom. Ja. Und da bin ich dann total entsetzt und ich würde die Polizei rufen und sagen hier. Ja gut, das kann man natürlich nicht, weil das jedermanns eigenes Ding ist. Okay, wir haben es hier thematisiert, wir haben es angesprochen. Ich danke für deinen Anruf und bleib du bei deiner Meinung. Das finde ich schon sehr, sehr richtig so. Alles Gute, Frank. Ja, alles klar. Tschüss. Ne? Tim, 20 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Domian, Tim. Ja, hallo Tim. Ich wollte mit dir über meine Magersucht reden. Wie lange bist du magersüchtig schon? Effektiv seit einem halben Jahr. Wie viel wiegst du? 78 Kilo. Geht ja noch. Ich fühle mich zu dick. Du fühlst dich zu dick, bist aber noch 78 Kilo schwer. Und wie groß bist du? 1,92. Hast du vorher mehr gewogen? Ja, viel mehr, fast 100 Kilo. Und das hast du in einem halben Jahr schon runtergekriegt, so? Ja. Was heißt denn Magersucht genau? Was machst du? Ich muss mich nach dem Essen übergeben. Ah, da müssen wir jetzt unterscheiden. Das ist jetzt Bulimie, ne? Das heißt, du erbrichst das wieder. Ja. Du verweigerst nicht das Essen gänzlich, sondern du isst und übergibst dich wieder. Genau. Ja. Wie oft kommt das vor? Immer? Nach fast jedem Essen. Also hauptsächlich nach jedem Essen. Seit ein paar Monaten halt nach jedem Essen. Wie bist du darauf gekommen? Wie war das am Anfang, die ersten Male? Das erste Mal überhaupt? Also angefangen hat es in meiner Kindheit. Als meine Großeltern gestorben sind, habe ich effektiv zugenommen. Und dann wurde mir von Verwandten gesagt, du bist aber dick geworden. Und halt mit der Pubertät ist es halt auch verwachsen. Dass ich halt dünner geworden bin, aber ich hatte halt immer noch ein paar Kilo zu viel. Und nach meiner Pubertät wurde ich auch immer noch angesprochen, Mensch, du bist aber kräftig oder ziemlich stark gebaut und naja. Ja, und wie hat es dann angefangen, ist es vor einem halben Jahr, dass du auf diese Praktik verfallen bist, dass du das, was du gegessen hast, wieder erbrichst?
Also ich habe vieles ausprobiert und ich habe dann gemerkt, dass das Erbrechen halt das Effektivste und Schnellste ist. Was hast du ausprobiert vorher? Ich habe Apfelmittel genommen und auch verschiedene Diäten vorher. Und dann kam die Idee, du hast es vielleicht irgendwo gehört, dass man sich den Finger in den Hals stecken kann und hast gedacht, das ist jetzt sehr, sehr wirkungsvoll, das Ganze. Ja. Lebst du noch zu Hause? Ich lebe noch bei meinen Eltern, ja. Kriegen die das mit? Nein, also ich sorge dafür, dass sie es nicht mitbekommen. Was ja wahrscheinlich immer kompliziert ist, ne? Du musst zur Toilette gehen, es gibt Geräusche, wenn man erbricht. Also wenn ich ins Badezimmer gehe, wenn nehme ich mir auch manchmal einen Eimer mit in mein Zimmer. Was nimmst du mit ins Zimmer? Ein Eimer. Ein Eimer, Mach die Musik laut oder halt den Fernseher lauter, dass man es nicht hört. Oder auch im Badezimmer, wir haben dann Radio, schließe ich mich ein und dann mache ich das Radio halt lauter. Das ist ja auch krass. Du erbrichst in deinem Zimmer in einen Eimer und schmuggelst dann irgendwann diesen Eimer raus ins Bad und kippst es in die Toilette. Ja. Ja. Nun läuft das ein halbes Jahr. Du rufst hier heute an. Das heißt, dir geht es nicht gut dabei. Und nein, ich merke jetzt auch, ich habe Kreislaufprobleme. Auch beim Arbeiten. Ich arbeite nebenbei in einer Bar. Ja. Und ich habe Kreislaufprobleme halt. Ich sage das deshalb, es geht dir nicht gut damit, weil ich viele Bulimiker kennengelernt habe, die das Jahre machen und sagen, ach nein, ist ja gar nicht schlimm, es ist ja kein Problem. Umso besser, sage ich gleich zu dir, Tim, dass du nach einem halben Jahr schon dieses Problembewusstsein hast. Ich will es so ausdrücken. Weil ich fest davon überzeugt bin und hundertprozentig davon überzeugt bin, dass du da auf einem vollkommen falschen Weg bist. Und du deine Gesundheit, deine körperliche Gesundheit und auch deine seelische Gesundheit aufs Höchste unter Umständen gefährdest, wenn du das weitermachst. Es kann schlimme körperliche Folgen haben, wenn man über Jahre oder über einen sehr langen Zeitraum immer wieder erbricht, was man gegessen hat. Abgesehen davon, dass du natürlich auch seelisch immer in einer Schieflage hängst, wenn du so etwas tust. Wer weiß das, dass du das machst? Meine beste Freundin weiß das. Sie hat das durch Zufall mitbekommen. Sie hat mich halt gedrängt, dass wir schwimmen gehen. Und ich habe das halt die ganze Zeit gemieden. Wir sind halt auch in einem Schwimmverein. Und ich habe das auch die ganze Zeit gemieden. Und dann hat sie gesagt, Mensch, du schwimmst jetzt schon seit einem halben Jahr nicht mehr. Und auch davor schon nicht, weil ich einen Unfall hatte. Und da hatte ich dann halt auch noch zugenommen. Und dann hatte sie mich gedrängt, dass wir mal ins Spaßbad fahren. Dann war mir halt... Dann hatte sie mich auch so weiter, bin ich mit ihr hängen gefahren. Und dann hat sie mich halt in Badehose gesehen. Und dann hat sie mich natürlich gefragt, wie ich denn so schnell so viel abgenommen habe. Und hast du es gebeichtet? Nein, ich habe es nicht gebeichtet. Ich habe sie erst abgestritten. Ja. Ich habe erzählt, ich habe eine wirksame Idee, Diät gefunden, halt abzunehmen. Aber dann hat sie es doch rausgekriegt. Ja, also das hat sie mir nicht geglaubt. Wir kennen uns halt auch schon ziemlich lange. Und hat sie dich gelöchert und gelöchert, dann kam es irgendwann raus. Ja, weil wir auch sonst immer Scherze über Bulimie gemacht haben. Ach so. Über Magersucht. Mensch, ich könnte ja Magersucht haben oder so. Und das haben wir dann immer verscherzt. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du 78 Kilo im Moment wiegst, ne? Ja. Bei einer Größe von 1,92. Finde ich eine perfekte Größe. Ich denke, du siehst fantastisch aus, so. Glaube ich. Ne? Von den Proportionen, Größe und Gewicht. Du fühlst dich aber immer noch zu dick. Ich fühle mich immer noch zu dick. Das ist ein Teil dieser Krankheit, Tim. Das ist ein Teil dieser verfluchten Krankheit, dass man sich, obwohl alle Leute sagen, nee, du bist ja gar nicht dick, du siehst toll aus, das einfach nicht glaubt und immer noch weiter abnehmen möchte. Ja. Deswegen rate ich dir wirklich dringlichst, dass du zu einem Psychologen gehst oder zu einer Psychologin. Ja, da habe ich so ein bisschen Angst vor. Also meine Hemmschwelle ist dann noch ein bisschen... Warum? Du hast nicht mal Angst, hier vor so vielen Menschen öffentlich das zu erzählen. Da sitzt du ganz alleine mit einem Therapeuten, dessen Job das ist, sowas zu heilen. Wovor hast du da Angst? Ja, ich fühle mich jetzt anonymer. Klar, aber das ist ja wie ein Arzt, die unterliegen ja der Schweigepflicht. Du, guck mal, wenn du dir einen Finger schneidest oder wenn dir einen Arm brichst, gehst du zum Arzt und der macht Gips drum, damit das wieder heilt. Und so musst du diese seelische Erkrankung doch auch sehen, dass du da halt zu einem Psychotherapeuten gehst, der sich damit auskennt und der macht dir halt einen Gips um die Stelle, damit du da wieder gesund wirst und das nicht weitermachst. Ich würde gerne, dass du mit meiner Psychologin noch mal ein paar Worte redest. Ja klar, kann ich machen. Und die kann dir auch noch ein paar Adressen geben, wohin du dich wenden kannst. Ja? Okay. Tim, alles Gute und geh zu einem Therapeuten, wirklich. Okay. Alles Liebe. Tschüss. Dann danke ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik Michael Jansen. Und morgen heißt unser Thema, das würde niemand von mir denken. Also ich möchte mit Leuten reden, die ein großes oder kleines Geheimnis mit sich herumtragen. Vielleicht schon sehr lange mit sich herumtragen. Und es mir erzählen wollen morgen. Ab 0 Uhr könnt ihr mich erreichen unter der bekannten Telefonnummer. Um 1 sind wir da im Radio und im WDR Fernsehen, bei Radio 1 Live, WDR Fernsehen. Bis morgen. Macht's gut, schlaft gut. Ciao.